Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bratamatte. Schön, dass alle dabei seid. Schön, dass alle eingeschaltet habt zu dem Video. Es geht darum, wie kann man FIFA installieren, wenn man EA Play oder EA Pro hat. Wie fügt man das Spiel seiner Bibliothek hinzu? Wo findet man das Ganze? Und ja, wie kann man dann eben das Spiel schon jetzt runterladen? Denn das Spiel startet ja erst ab 1. dann zum Spielen. Ab morgen gibt es dann schon vermutlich am Abend irgendwann die Web-App. Dann könnt ihr die Web-App nutzen und am 1., ich weiß nicht, ob welche Uhrzeit am 1. das Ganze freigeschalten wird, ob das schon in der Früh freigeschalten wird, ob das Pacific Time, also amerikanischer Zeit freigeschalten wird, wenn, wo halt EA den Sitz hat, also ich glaube Vancouver könnte sogar sonst sein, wo der Sitz ist, und schauen wir uns das Ganze mal an. Wann es dann spielbar ist, das müsst ihr dann selber schauen, beziehungsweise bin ich dann eh live am Donnerstag, und am Mittwochabend gibt es dann, nachdem es das Team of the Week bekannt gegeben, irgendwann am Abend eben die Web-App. Wir schauen uns das jetzt aber an, wie installiere ich oder wie füge ich das Spiel in meiner Bibliothek hinzu, wenn ich EA Play oder EA Pro genommen habe. Und zwar befinden wir uns jetzt auf der EA-Webseite. Ich werde es verlinken unten nochmal in der Videobeschreibung. Und ihr seht schon, so schaut das Ganze aus. Ich bin jetzt nicht angemeldet, was ich weiß hier. So, ich schiebe das jetzt nur ein bisschen rüber, dass ihr da besser seht. Okay, also, wir sehen es. Ihr habt es auf der linken Seite, Startseite, ihr Play, da habt ihr Möglichkeiten, Store, da könnt ihr Spiele durchsuchen und eure Spielebibliothek. Wenn ihr da jetzt auf Store klickt, seht ihr oben schon, voll nett, dass da so ein Balken läuft mit Rocket Arena und eben lerne, ihr wollt da Groundbreaker kennen. Ihr könnt dann auf Spiel holen klicken. So. Das wechselt, Spiel holen klicken. Und wenn ihr dann auf Spielen holen geklickt habt, kommt ihr jetzt zu dem FIFA 21 und dann steht verfügbar in EA Play Pro. Und genau das wollt ihr haben. Okay, also Veröffentlichungsdatum steht da 1. Oktober ab 17 Uhr Chest. Also das ist unsere Zeit. Also Central European Summer Time ist das. Also ab 1. Oktober um 17 Uhr kann man es dann spielen. Damit ist die Frage auch geklärt. Und der Preload ist jetzt verfügbar, ist auch wichtig. Dann klickt ihr das einfach an, zur Bibliothek hinzufügen. Und dann steht über Origin runterladen. Yep. Und für alle, die bei der Beta teilnehmen von EA Origin, da gibt es ein Beta für einen neuen Client. Das funktioniert gar nicht dort. macht das über die Origin App, beziehungsweise über die Webseite. Wenn es das über die Webseite macht, dann ladet es gleich dann in eurer Origin App, und ich schaue das noch im Hintergrund an, ob das ja wirklich gestartet hat. Ja, und dann habt ihr es in eurer Bibliothek, und da steht dann auch Vorbestellung, könnt ihr das eben auch machen, aber das wollt ihr nicht, ihr wollt es im Moment jetzt einfach in eurer Bibliothek hinzufügen. Bei Vorbestellung bzw. kaufen könnt ihr es dann so verwenden, wenn ihr es eben noch nicht eurer Bibliothek hinzugefügt habt. So, okay, jetzt haben wir bei der Bibliothek von EA Origin, und ihr setzt da meine Spiele: Sims 2, Sims 3, Sims 4, FIFA 2019 und so weiter. Battlefront 2, das ist dann das, was ihr in meiner Favoritenliste habt. Und wenn ihr Spiele in eurer Favoritenliste haben wollt, dann schaut jetzt da zum Beispiel unten zu den Spielen und könnt jetzt da auf das Spiel klicken. Da sehen wir jetzt da unten rechts FIFA 21, das klicken wir jetzt an, und dann ist der Preload ist jetzt verfügbar. Das heißt, wir klicken auf das. Okay, sehr gut. Das heißt, da kannst du das jetzt runterladen. Ihr müsst dafür in der Web-App sein. So, ihr könnt es aber mit der Rechtsklick, kommt dann dieses Fenster, und dann könnt ihr es zu Favoriten hinzufügen. Und wenn ihr das zu euren Favoriten hinzufügt, dann habt ihr es da ganz oben dabei jetzt bei den Spielen mit FIFA 19, FIFA 20. Ihr seht da auch zum Beispiel, wenn ihr da jetzt anklickt, wie viele Stunden habt ihr bei den jeweiligen FIFA-Spielen gespielt. Also 1182 Stunden beim FIFA 20 habe ich. Ihr seht eure Erfolge und so weiter. Das gleiche beim FIFA 19. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Stunden mit 1338, also schon ordentliches Programm. Ja, und wenn ihr das dann in eurer Bibliothek hinzugefügt habt, könnt ihr es jedes Mal einfach da starten. Dafür müsst ihr dann aber in der App sein. Und ihr bekommt dann aber in der App eine Benachrichtigung, dass das Spiel schon zum Preload zur Verfügung steht. Also wichtig einfach nur da auf
Ihr könnt es dann einfach auf dieses Symbol klicken und dann steht da Preload, wo jetzt der Button war. Und dann könnt ihr es in der App runterladen, also in dem Programm runterladen. Also das braucht es ganz wichtig. Ihr wählt dann einfach einen Ort aus, wo ihr es installiert, ganz normal wie immer. Installiert das Spiel und könnt es dann spielen. Ja, das wäre es dann von mir. Ladet es jetzt schon runter, weil das wird dauern. Also ich weiß nicht, wie schnell euer Internet ist. Meins ist nicht zu schnell. Es hat, glaube ich, 30.000 Mbits. Also ja, es könnte schneller sein. Aber ihr braucht es auf jeden Fall. Also ich denke, es hat mindestens 50 GB das Ganze. Das heißt, wenn es heute anfängt, habt ihr es morgen sicher irgendwann im Laufe des Tages runterklären und könnt es dann ab Donnerstag spielen. Ihr könnt es auch erst morgen starten, wenn ihr jetzt einfach mit dem EA Play Pro noch einen Tag warten wollt, mit dem Abonnieren. Dann könnt ihr einen Tag warten, ladet es morgen runter und am Donnerstag den ganzen Tag dann soll es ja auch noch ausgehen bis 17 Uhr. Aber ihr könnt es schon runterladen. So funktioniert das Ganze. Damit könnt ihr dann am 1. sofort starten. Wichtig ist eben, wenn ihr das EA Play habt, beziehungsweise EA Play Pro habt, dass ihr es eben zu eurer Bibliothek hinzufügt, so wie wir es jetzt im Video gemacht haben, und nicht, dass ihr es jetzt direkt kauft. Das könnt ihr dann nachher machen, wenn ihr es dann haben wollt. Bei EA Play müsst ihr es ja dann sowieso kaufen, aber jetzt einmal nur eure Bibliothek hinzufügen eben und dann kaufen. Ihr müsst es eben so hinzufügen, damit ihr es dann im Chat schon verwenden könnt, die 10 Stunden. Beziehungsweise unlimitiert, wenn ihr EA Play Pro habt, was ihr dann eben habt. Passt. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch geholfen. Schaut auf jeden Fall rein. Morgen starten wir mit dem Stream zur Web-App. Und am Donnerstag gibt es dann ab 17 Uhr ganz viel FIFA 21. Ja, ich hoffe, ihr freut euch schon alle drauf. Ich freue mich riesig drauf. Es wird spannende Zeit jetzt am Beginn. Wir werden schauen, dass wir da schnell auf 1 Million zumindest einmal traden können. Vielleicht haben wir ein bisschen Backlog heuer. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wie gesagt. So einfach geht das Ganze. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und seid dabei, wenn die Streams losgehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.